Hallo und willkommen zurück zu unserer kleinen Höhlenforschung bei Sons of the Forest mit Marina Hi. und Hiski Hi. und Buggy Bird Moin. Und meiner Wenigkeit. Hallo. Hi. Wir hätten vielleicht vor der Höhle anfangen sollen, damit wir zeigen, wo wir sind auf der Map. Ah ja, die Leute sind voll verwirrt jetzt, ne? Boah, was ist das? Warum wieder Höhle? Was? Schon wieder verwirrt. Es ist eine neue Höhle. Das ist auch dieser Dingsbunker, ne? Den wir wo wir die Koordinaten gefunden haben. Nee, die Höhle ist nicht eingezeichnet auf der Map. Ja, aber ist das nicht diese, was wir so... Wir haben noch was gefunden. Die ist hier, da wo wir sind. Ja, das ist doch die, ne? Hm. Wir sind einfach noch weiter vom grünen Punkt einfach weiter in den Norden. So, ich habe einfach mal kurz die Map gezeigt. Alles gut? Ach, die ja. Ach, da waren nur Fledermäuse, ich habe mich erschrocken. Bin ja so schreckhaft. Ah, und hier hatten wir eine Tür, wo wir nicht reinkamen, richtig? Oder? Es müsste eine Tür gegeben haben. Stimmt, das war dieses All-You-Can-Eat-Buffet hier unten. Speckstückchen, wo sich Buggy in Fußball verpackt. Haben wir hier nicht den Boss erledigt? Ja, genau. Wo wir 2 bis 18 Mal Buggy töten mussten. Ist eine ziemlich genaue Ansage, muss ich sagen. 2 bis 18 Mal. So etwa, ja. Das ist das große... Do not leave Freezer door open. Okay, gut. Es ist dieses große Problem, dass wir halt eben so lange Pausen haben zwischen den Aufnahmen. Wir wissen halt eben einfach nicht, wo wir waren. Und dann kommt Patchlogs und dann haben wir neue Sachen und dann müssen wir alles nochmal abgehen und dann, ne? Aber ich meine, hier hätten wir doch die Eltern von Virginia. Ja, dieser Bossfight? Ewig lang gegangen, ja. Ja, dann haben wir doch alles hier schon. Nee, es gibt noch eine Tür. Ich weiß nicht, ob wir die geöffnet haben. Ich glaube, eine Tür gab es, die konnten wir dann damals nicht aufmachen. Wegen wo wir runter mussten, da war doch so gebrochene, zerbrochene Scheiben. Genau, ja. Draußen mäht jemand Gras, Rasen. Also falls man mir irgendwie so brrr hört, dann entschuldigt. Aber ich will mein Fenster nicht zumachen. Was sind denn für Umgebungsgeräusche hier? Ja, wenn draußen jemand Gras mäht, dann kann ich auch nichts dafür. Weil ich mach deswegen doch nicht mein Fenster zu, dann muss ich einfach nur mal damit meinen. Dass mir jetzt hier aufheizt? Ne, danke. Rasen. Mir. Yeah. Schwimmen und schwimmen und. Sehr viel schwimmen. Ja, das hier, das kann ich mich wohl noch dran erinnern mit dem Runtergehen, aber. Hier war jetzt noch eine Tür. Okay. Gehe ich denn jetzt hier gerade lang? Ah, hier ist noch eine Wohnbunker entdeckt, okay. Hätten wir das nicht gehabt? Das ist, ne, diese ganzen Laptops, die jetzt neu sind. Ist das, ne, auch dieses große Problem. Wild Story, Plane Crash Survivor Claims, Pharmaceutical Company Experimenting on Mutated Humans. Okay. Mein Gott, warum steht hier denn alles unter Wasser, ey? Na Gott, kann dafür nichts, das ist seitdem Wasser. Doch, Gott kann da was für. Gott erschuf doch das Wasser, oder nicht? Nee. Ist das nicht so? Nee? Doch, er erschuf alles. Alles in 7 Tagen. War richtig effizient unterwegs. Also war nicht die Deutsche Bahn. Stimmt, ja. Genau, hier war der Bosskampf, ja. Stimmt, dieser lange Lulatsch hier. Gib mir meine Speckstückchen. Gib mir mein Speck zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Was? Aber, Merkspeck. Dann waren wir hier doch schon überall, oder? Kann man nicht hier runter? Raus kann man nicht auf jeden Fall. Ist die Frage, ob hier was war. Ich sehe ja nichts. Haben wir hier aber schon alles durch, glaube ich, ne? Hier muss aber was sein, nur jetzt mal ehrlich. Kann man auf jeden Fall durchtauchen. Oder kann man nur raus? Ich glaube, das ist nur ein Ausgang dann.
Ich glaube, da kommt man wieder raus, ja. Aber sehen wir gleich. Dann haben wir doch beide Türen schon geöffnet. Wenn ich kurz mal nachgucke. Eine Tür ist die Maintenance Door. Genau, die haben wir geöffnet und die VIP. Die Frage, die VIP Door war, glaube ich, dann die mit Tür Virginia's, zum Boss. Ja. Ja. Okay. Also. Und seitdem haben wir auch bei Virginia dieses Ausrufezeichen, was auch immer das bedeutet. Wenn wir Virginia treffen, können wir ihr den Data-Anzug geben. Ui. Ja, okay, hier. Ja, das ist der Ausgang. Ja, wow. Ja, ich. Aber wir haben, ja, vielleicht sollten wir zu diesem. Wir haben doch da diese Koordinaten gekriegt, oder? Wohnbunker, ja. Ja, jetzt nicht gerade das, sondern das davor. Dieses, Ja, das andere. Bunker B oder so? Ja, irgendwie. Und dazu haben wir noch die okay. Im Schneegebiet, die ganzen Höhlen. Ja. Weil sie ja noch einiges zu erkunden. Ja, ist so, ne? Weil man dann, weiß man dann halt immer alles nicht so, ne? Es ist gut, das ist so typisch The Forest auch. Man braucht an sich nicht, sich keine Basis aufbauen. Nee, eigentlich nicht. Die Höhle da im Norden haben wir, okay. Ist die da Coastal Cave? Ich hör's nur ballern, das heißt Virginia ist in der Nähe. Okay. Ja, das ist gut, weil dann können wir jetzt mal wieder rauskommen hier aus dem Ding. Wer weiß, was da wieder für Freaks unterwegs sind. Ja, hier sind schon ein paar unterwegs. Ja, dann bleiben uns jetzt noch die im Schneegebiet. Aber es gibt noch... Oh Gott. Oh, Virginia, pass auf, ich geb dir was. Oh, ich hab da was für dich. Oh, so, da. Ich geb schon. Ja, stimmt, das wollte ich ja auch nochmal ausprobieren. Lederanzug genau, war das, ne? Ja. Wird wahrscheinlich... Oh Gott. Haben. Oh, warte. Ich sehe nichts. Ja, es ist zu dunkel. Wir könnten schlafen, ich hab ihn doch. Oder? Ja, glaube, können wir. Nichts gesagt. Geldbeauftragte. Dann habe ich nichts gesagt. Schnell, ich hör Leute schreien. Ich bin einfach kein Fan von solchen Liedanzügen. Immer mal mit der Ruhe. Ich weiß nicht. Ist auch ein bisschen... Irgendwie komisch. Ja. Ist ein super Zelt geworden. So, schlafen. Virginia läuft ja durch. 10 von 10. 10 von 10 wird Buggy wieder das Zelt aufbauen lassen. Oh, da rennt sie davon. Das hat, glaube ich, ja. Freunde, nein, Gegner. Ach, deswegen die Musik. Ist der weggeschossen. Aber das war ich. Ja, krass. Okay, und ich glaube auch Virginia. Die hat ja mit der Shotgun raufgepfeffert. Sag mal. Oh, je. Nächste Ruhestörung. In den Eingang rein. Mal schauen, ob wir noch mehr anlocken können. Ja. So farbt man effektiv Leichen. Ich höre schon, ja. Ach komm. Die Musik auch immer dann. Ja. Vielleicht sollten wir in die Höhle gehen, wenn es da nochmal schief geht. Ich finde das witzig. Aua. Ich höre schon wieder dann. Ja, oder? Jetzt kommt's gleich. Ich gehe in die Höhle. Das ist mir zu anstrengend da draußen. Nee, ich finde, das hat was. Irgendwie ein Schreien, Alter. Ich glaube, es sind alle tot. Ich schlaf mal. Ah, nee. Nee, da kommt einer. Ach, Leute. Also, ich bin in der Höhle. Eine Güte, nur schlafen will man. Ich habe hier drin Ruhe. Ach, ja. Ruhe vor allem. Ruhe vor euch. Ruhe vor euch. Ah, Schussgeräusche habe ich auch trotzdem noch. So, guten Tag. Guten Tag. Tag. Danke. Einmal durchgeschlafen. Auch wenn man davon gar nichts mitbekommt. So, hier Ausgang, wo Ausgang? Da Ausgang. So. Wir haben das doch mit C drücken abgebaut, ne? Ja. Warum kann ich es nicht gerade. Eieiei, wie sieht's denn hier schon wieder aus?
Wie bei Samples oder Sofa. Das ist so dieser Standardsatz von Deutschen, ne? Das sieht aus wie bei Hempels unter dem Sofa. Ich weiß nicht mehr, wer Hempels ist. Ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Hä, der ist einfach so gestorben, der eine Typ hier, okay. Kann man machen? Ja, dann zur Eishöhle, oder? Nee, also Virginia, ich finde, das steht hier nicht. Also du hast eine gute Figur natürlich, aber irgendwie... Ja, ist irgendwie komisch. Ich mag das andere mehr. Das Blümchenanzug. Blümchenkleid. Ah, das ist auch cool. Ja. Ja. Was, wir haben ja Sommer, wir können sie mal das Blümchenkleidchen anlassen, ne? Lol. Sag mal, ist die bei euch auch verbuggt und schwebt da eine Shotgun hinter ihr? Ja. Bei mir schwebt eine Shotgun in der Luft. Ist bei mir eigentlich, wenn Hiske fertig ist, dann schwebt die weiter. Oh, wow. Ich hab keine Probleme. Jetzt. Also bei mir hat's das Spiel jetzt gecrackt. Ja, bei mir auch. Gecrashed, meine ich. Ich höre noch irgendwo eine Granate. Das war's. Ich bin aber jetzt im Menü. Ja, okay, dann eine kurze Aufnahmepause, dann sehen wir uns gleich hier wieder. Okay. So. Okay. So, dann einmal speichern. So, ja, gut, so haben alle gespeichert, ja, ne? Ja, ganze Truppe hat gespeichert. Da haben wir... So, gut. Ja, ich habe gespeichert. Und ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine Stunde lang nicht gespeichert, dadurch... Bin etwas woanders, wo die anderen sind. So. Lass mal schauen, wo wir überhaupt, weil wir haben, der liebe Hiski hat uns eine tolle Zeichnung geschickt in unserem privaten Chat, den ihr natürlich nicht sehen werdet. Und etwa in die Richtung, glaube ich. Warte, ich muss mal gerade hier das Bild drehen ein bisschen. Ja, ich muss nach Osten. Und hi Yuki. Yuki schreibt jetzt auch richtig machen, also mache ich richtig. Okay, ich laufe nach Osten. Okay, ich noch nie im Osten gelaufen bin. In die Richtung müssen wir, glaube ich. Ja, ihr macht das schon, ne? Ich denke, Hori hat eine Ahnung, ne? Oh, ich hab Bambi getötet. Ja, klar, ich weiß genau, wo es hingeht. Bambi ist neben mir hergelaufen, ich hab Bambi getötet. Das ist ja dieser komische Dingssee, also so ein kleiner See, wo viele... Und dann die... Yuki, warum ich im LLP mit dem Chat kommuniziere, liegt an Sons of the Forest und dadurch, dass Marina immer sehr gerne auf den Chat eingeht. Genau, wie geht's denn im Chat? Man sagt so, was ist los mit dem Chat? Was los? Was Neues und so? Schreibt mal alle rein in Hiski-Chat, wie geht es euch? Alles gut soweit? Schönes Wochenende gehabt? Gehabt ist auch gut, deswegen gerade mittendrin. So, jetzt schon vorbei. Schreibt es auch in die Kommentare. Ach, dieser Hannes hier, der kann... Jetzt sag ich auch schon Hannes. Yuki schreibt, wow, ich will aber nicht in... Videos anderer auftauchen, Datenschutzverordnung. Ja, toll, Hiski. Du tauchst doch nicht auf, ich lese nur deine Nachrichten vor. Ja, jetzt hast du es vorgelesen. Ja. Mit Namen. Ja, ey, aber nicht den richtigen Namen. Nicht angreifen, ja? Also nicht du irgendwie, Yuki, sondern hier der Typ hier. Löcher in der Hose, Junge, und ständig dieser Lärm. Löcher in der Hose. Ich hab einen Schalter bekommen. Das passt ja zum Lärm. Achso, was war ja... Oh, sorry, ich war gerade so vertieft. Was war da jetzt das Problem? Das ist problematisch. Ich hab einen Schalter bekommen, das ist das mit dem Chat. Was war da jetzt das Problem? Ach so, nur gut. Ach, alles gut. Datenschutzverordnung angeblich. Ach so. Das ist ein Livestream, da gibt's keine Datenschutzverordnung. Dann frage ich halt nicht mehr nach dem Chat, ich hab's verstanden. Gut. Ja doch, kannst du ja fragen. So, ich bringe einen Freund mit, ne? Cool. Hab ich's dir erlaubt? Hast du deinen Vater gefragt? Ich bin schon erwachsen, ja. Das beantwortet nicht meine Frage. Der läuft mir aber nicht mehr nach, leider. Oh, schade. Oh. Okay. Ja. War's ihm nicht gut genug? Ich bin nicht mehr. Ist ja auch ein Buchstaben auf der Map. Marina ist hinter Buggy, okay. Deswegen habe ich gerade so. War ist B, G, aber kein M. Ja. Ja, wird schon.
wird schon alpiger hier, ne? Willkommen zum Laufsimulator Sons of the Forest. Boah, das fällt fit, du. Du kannst aber hier steil hochgehen, Alter. Okay. Mein Luftfilter meldet sich, dass er sein Filter. Hätten wir dieses Drehteil, dieses Einrad wieder, das wäre so schön. Ja. Muss doch ein Dorf geben, ein Einrad. Oh, Schnee. Kratsch, knatsch, knatsch, knatsch. Was? Steht hier natürlich vor so einer Felswand? Nicht. Ja, moin. Stolz mal auf ihn. Weiß nicht, die Felswand vorm Gebirge. Ja, das war so unerwartet, weißt du? So Felswände im Gebirge habe ich jetzt halt nicht mit gerechnet, so. Deswegen. Nee, ich glaube, ich habe ein Drehteil. Also gestern war die noch nicht da. Oder? was ist das für eine Axt? Ich habe also eine moderne Axt. Warte. Natsu schreibt, schlechter Simulator, gucke ich ja den Esper Wrestling Simulator lieber. Ich habe hier eine moderne Axt aufgesammelt. Boah, gibt's die? Geh auch hier mal zu dir, Marina. Also ihr seid. Dann kriegst du ein bisschen entfernt und Horizon sehr weit entfernt von Marina. Könnte ein bisschen dauern, bis ich da bin. Okay, ja. Ja, nahezu Final Fantasy sagt mir gar nicht. Also, ne, ich hab Stimme. Stimme. Die will nicht mehr. Die will gerade nicht mehr reden. Zu Final Fantasy 16 habe ich gar nichts gesehen, also von daher kann ich dazu nichts sagen. Ich muss gucken, was das für Symbole sind. Sind nochmal besser als die Feuerwehr-Axt? Nee, der Schaden ist nicht so gut wie die Feuerwehr-Axt. Und das Blocken ist besser, glaube ich. Gleich. Die Schnelligkeit? Schnelligkeit bei der modernen Axt, das wäre vielleicht nicht schlecht, weil die Feuerwehr-Axt ist schon sehr langsam. Party! Ey! Hey! Okay, weiter da lang, alles klar. Ich geh den Berg zu weit hoch. Ja, moderne Axt. Moin, Alter. Hey, you. Ah, hab's gefunden, glaube ich, ja. Nee, ich singe nur einen Song. Ja, was ist mit mir? Bin ja also nicht wert, Songs. Oh, hier ist ja ernst die Party. Es gibt von Hey You, glaube ich, eine Crunchy Wunchy Version. Ach, wie cool. Und diesen Müsli, was man hier hat. Ne, was? Das heißt ja Crunchy Wunchies oder so. Ach so. Ja. Oh, das Ding sieht aber ganz schön killermäßig aus. Ja, Hiski, wir kommen jetzt. Die Höhle sieht cool aus. Ich baue die jetzt zu, bis ihr da seid. Okay, kann man speichern, ja, praktisch. Ja, wollen wir? Zu Hiski? Moment. Ich glaube, 3 Stück oder so. Achso, man kann mehr als einen Stein aufheben. Toll. Ja. Sollte ich die Fliegenpilze probieren? Nein, ich glaube nicht. Jetzt geht schon wieder los, Buggy. Ja. Ah. Buggy ist Feinschmecker-Let's Play. Probier alles, was du kannst. Feinschmecker-Let's Play. Nam, nam. Ach, daher kenne ich ihre Stimme. Feinkostgewölbe. Aber die erste Folge, es war so witzig, wie Buggy ja jede 2 Meter irgendwie, ah nee, das könnt ihr nicht essen. Ja. Mhm. Ach, früher. Das waren noch Zeiten, die ersten Folgen. So, ich trinke mal kurz was. Hallo. So. Boah, es ist ja noch eine ganz schöne Ecke, ey. Ja, so ein Night 5 wäre nicht schlecht gewesen, ne? Das ist. Wären wir ruckzucki da gewesen. Deswegen habe ich auch gestoppt bei dem Lager, aber da gibt's leider nicht so. Ja, gab's keine. Ja, schade. Oh, ich höre schon wieder schreien. Sorry. Zeittechnisch, wo sind wir da eigentlich so? Ja, könnten wir machen. Ich meine, wir hatten eine Unterbrechung, aber ich denke, das können wir trotzdem machen. Also 20 Minuten haben wir gleich.
Ich hab ja die Aufnahme pausiert, das, ja, das ist Horry, daher ne? weiß ich oder? Ganz genau, wie viel Zeit wir haben. Oder so. Oder ihr lauft auch hierher und dann können wir auf. Wenn der Typ mal laufen würde, ja. könnte ich das gerne machen. So viel Weg habt ihr nicht mehr ganz. Boah, der kann aber echt die Berge hochrennen wie so eine Bergziege. Ein krass. Stückchen. Ist egal, was für eine Steigung es ist, der rennt das ist heftig. Hoch. Stimmt, die Skyrim ja, wie Skyrim auch fährt. Super. Waren Oblivion ja auch schon mit den Pferden. Dass man da jeden abhang. Nee, in Nerim gab es einen Esel, aber in Oblivion gab es, glaube ich, keinen Esel. Oh. Oh, ja, aber ständig Marina, keine machst du das mal weiter? Ausdauer mehr, ne? Ich hab's bei mir abgebrochen. Ich hab mit der Zeit gemerkt, dass es so... Nicht leider liebe Nerim, aber... ja, das war auch dann teilweise noch ein bisschen zeitintensiv und dann habe ich. Genau, und. Ja, Privatspielen ist aber sowas anderes. Also, ich persönlich habe mich dann immer gefragt, wie viel will ich eigentlich da zeigen im LP? Also, weil du musst ja auch leveln und also schon sehr ausführlich eigentlich spielen, so wie Buggy, damit man halt sehr gut levelt. Und das kann zeitweilig ein bisschen langweilig sein, aber du hast auch sehr viel Offscreen gemacht, ne, Buggy? Glaube ich. Ging. Ja, plündern und so habe ich viel offline gemacht, das stimmt, aber ja, von den anderen Sachen habe ich eigentlich recht viel, glaube ich, gezeigt. Mhm. Waren ja auch fast 300 Folgen, also reicht. Ich habe das auch überlegt, mal eventuell in einem Stream irgendwann, wenn ich das mal hinkriege mit einem Stream, zu spielen, so als Anfang, weil ich das Spiel kenne und dann Das ist was anderes im Stream, dann hast du auch keinen. Genau, in der Folge irgendwas Druck, zu zeigen, ja, genau. Irgendwas zu zeigen, weil in einem Stream ist es. Ja. Ja. Im Stream ist es nun mal so, ja gut, ne, kann man nicht ändern, ist nun mal so. Lebt damit. Da kann man auch, wenn man im Chat auch ne, sich mit dem unterhalten, ist auch nochmal was Schönes. Boah, endlich angekommen. Oh, die schicke Mauer, echt? Sehr schön. Ich noch nicht. Ach, da, hi. Komm ich mal mit. Ja. Nee. Was? Hast du einen Hasen getötet? Okay. Komm, wo ist denn einer? Was hast du mit Hasi gemacht? Hallo? Oh, was ist mit Hasi los? Oh. Irgendetwas ach, stimmt mit Hasi nicht. Geht er auch wieder? Ja. Oh, ich erinnere mich an die Werbung. Weg da, zwei Luftballons und nehmen. Das war Vio, ne? Das war nur dieses Wasserwerbung. Da gibt's noch ein anderes mit... Komm, ich zeig dir mal einen richtigen ja, Hasen. Schon. Oh. Oh. Ja, das ist, das ja. kriegt man auch nicht mehr aus dem Kopf. Das war aber schon, schon was her, ne? Diese Werbung. Mhm. Zeig mal einen richtigen Hasen. Ja. Ja, aber es erlebt immer so... Ne, man, dadurch hat man auch gelernt, wie effektiv diese Werbung einfach war. Weil die war einfach ehrlich, ne? Aber es ist jetzt immer so in irgendwelchen Spielen mit einem Hasen. Komm, ich zeig den richtigen Hasen. Kannst dich mehr tragen, Kaninchenköpfe. Oh. So, dann wollen wir aufhören. Gut. Ja, alle sind da. Das heißt, die Mauer ist... Hasenkopf gesammelt. Hier gibt's keine Höhle. Ja, man kann wieder Trophäen sammeln, also von daher auch von anderen Tieren. Ja. Das haben sie reingepatcht, das gab's noch nicht. Ja, sicher. So, ich speichere jetzt hier mal. So, dann mach ich Auto. Ja. Ja, dann vielen Dank, liebe Leute, fürs Zugucken. Und schaut auch auf jeden Fall bei den anderen Kanälen vorbei. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal bei Sons of the Forest. Mit Hiski. Und Buggy. Ciao, ciao. Tschüss. Und Marina. Tschö. Bis dann, ciao.